Hast du mich angeguckt oder was? Willst du aus Maul? Ich hau dir aus Maul! Ey, Alter, mach das nicht! Maxwell hier einen auf beste Freunde machen und dann ihn auch richtig schön hier operativ sonst was gemacht haben. Wow! Was ist denn? Ich komm gleich wieder. Das war aber unfair jetzt. Das ist auch ein guter Wagen für einen Drive-By, Alter. Mensch, was machst du denn? Jetzt hör doch mal auf, du kleiner Topf, ey. So ein Körper. Mann. Du standst im Weg. Ja, du stehst auch im Weg gleich hier. Ja, das hat ja funktioniert. Raimund, also geht's dir gut? Ja, ich wollte den Mercedes auframmen. Hier ist irgendwie ein Unfall in der Boxengasse passiert. Da bist du ja noch nicht fertig. Du brauchst ja noch die ganze Pflegeklamotten und so einen Scheiß. Irgendwie so eine Bürste brauchst du doch. Alter, dann brauchst du hier noch so eine... Hier, 50 Shades of Grey. Hier, wie heißt das Ding? Wo du die Frauen auf den Arsch mit haust. Peitsche! Da brauchst du auch eine Peitsche und den ganzen Müll. Ja, am Arsch! Am Arsch! Da kannst du, weißt du, was du da machen kannst? Da kannst du besser irgend so ein Pferd auf Pflege nehmen und bezahlst du das Futter oder so. Da würde ich sagen, okay. Aber ich kauf doch kein Pferd. Aber Tina wollte ich mir. Sag mal, bist du bescheuert? Fahr weg da, damit ich drehen kann! Alter, ich fahr vor, der fährt zurück, ey. Ich kann nichts machen, Ich kann auch nichts machen. Ey, das ist ja Arne. Das ist eine geile Karre. Ach, ein Leistenbruch, ja, du musst auch eine Leiste operiert, genau. Wegen der Wasserrutsche, so war das. Im Winter. Weißt du, was das auf Japanisch heißt? Nee. Leistenbruch? Nee. Oh, ich weiß es, glaube ich. Komm mal raus. Erzähl mal. Knicki, knacki, nabaisaki. Ach, Digga, ey, ohne Witz. Bergsteiger, wie man die nennt. Hing am Wen? Hang. Ach so. Chinesische Bergsteiger hing am Hang. Er hing mal am Hang. Boah, ist der Baum grün hier draußen. Boah, Wahnsinn. Oh, guck mal, einer steht so. Oh, guck mal, der eine, der ist aber. Och, nee, der sieht aber nicht schön. Oh, da sind die Blätter schon ab. Ja. Oh, das ist. Hol mal die Laubhake. Oh. Gute Idee. Ein Eber. Jetzt gibt's hier aber mal richtig. Habt ihr das gesehen, wie das Blutspritz? Blutspritz, Gedärme fliegen und der Friesi lacht. Das ist ja wunderbar hier. Ey, der Typ, der hat da am Steuer mit seinem Handy rumgespielt und so. Dann hat er die Kontrolle verloren und irgendwie in seinen Schleudern geraten. Und ich bin ihn dann da voll reingefahren in die Karre. Er hat gesagt, er bezahlt hier den Schaden. Ah, da kriegen wir schon hin, das machen wir dann. Oh, das ist doch super. Kann das sein, dass du nicht bei die Bullen warst? Ja, ich bin Cop, richtig. Ah. Dann musst du ja zu deinem Watch gehen. Ja. Wenn unsere Eier sowieso schon in der Pfanne liegen und halb gar sind. Was haben sie jetzt für einen dummen Spruch mit ihren Eiern? Ja, also hier mit lebenslänglich und im Knast verrotten und so weiter und so fort. Hinter den Tisch. Für uns ja auch überhaupt keinen Grund, hier irgendwas zu sagen. Alter, bist du ein scheiß Vogel, Bruder? Auf gar keinen Fall, Alter. Nimm die Waffe runter. Was hast du denn gesagt, Bitch? Ich hab gar nichts gesagt. Ich war im Klamottenladen, ich wollte neue Klamotten kaufen. Leute, bleibt mal ganz cool, ey. Ey, yo, der bleibt dann cool, wenn ich das sage, Mann. Was hast du denn gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Bist du ein scheiß Kanarienvogel, der...
Entschuldigung. Alexa, spiele Dicke Lippen von Katja Kasavitsch, Lautstärke 10. Wow! Rückwärts fahren, du Hammel! Danke! Ja, bitte! Seien Sie froh, dass ich heute mal privat unterwegs bin. Was? Ich hab dir doch geholfen, was willst du jetzt schon wieder? Ja, aber für das Flitzpiepe und so weiter. Aber was für eine Flitzpiepe? Keine Ahnung, was du wieder geholfen hast. Komm, gib Gas da. Warte mal, bleib mal stehen. Was steht denn da auf deinem Nummernschild? Was steht ja da drauf? Ich hab gehört, Spaß ist im Trend mit Schnee. Danke. Tschüss. Jetzt stecke ich wieder fest. Danke. Ne, echt jetzt? Ja. Ach, Entschuldigung, das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht. Ich wünsche dir ein faires Rennen. Nee, der geht von der Strecke. Du, es gibt's ja nicht. Auf die Plätze. Herr Manus. Fertig. Los! Oh, Emily, das war aber schon. Der verloren. Der fährt nicht! Der fährt! Doch jetzt! Ey, der fährt nicht! Hat Moritz den Motor ausgeschaltet? Das darf doch wohl nicht wahr sein hier in dem. 600? Alter! Nee, was? Machen wir 400, komm. Machen wir 450. Marie ist wie so ein. Weißt du, kennt ihr diese Leute so auf Party, die immer so ganz cool so am Tisch stehen? Guckst du, Junge? Paus Maul oder was? Das ist Marie. Da guckst du, weißt du, guckst du durch die Gegend so, oh, was geht denn hier ab? Wo könnte man denn vielleicht mal sich mal hinstellen? Vielleicht ist ja jemand da, den man noch kennt. Weißt du, guckst du in der Runde und dann guckst du so, hältst kurz bei Marie so den Blick so an. Wer ist das denn? Ah, kennst du nicht? Hast du mich angeguckt oder was? Willst du Paus Maul? Ich hau dir aus Maul! Und du denkst dir so, okay, ich muss los! Da seht ihr die 31er hier. Das ist die 31er-Gang hier. Weißt du? Für ihre Projekte immer Hilfe brauchen und so, ne? Das sind mir die Richtigen. Merkt euch diese Namen. Schreibt die auf die Liste, meine lieben Freunde.